Rückenschmerz muss wirklich nicht sein. Es reichen 3 Übungen, wenn du die jeden Tag machst. In den meisten Fällen bist du deinen Rückenschmerz dauerhaft los. Und wenn du wissen willst, welche Übungen das sind, dann üb jetzt gleich mit. Mein Name ist Dr. Ronald Steiner von AshtangaYoga.info. Und um mir eine Freude zu machen, klick auf Like bei dem Video, weil es wichtig ist für den YouTube-Algorithmus. Und wenn du neu hier bist, dann klick auch noch gleich auf Subscribe, damit du weitere spannende Inhalte wie diesen auch erfahren kannst, mitbekommst und lernen kannst, wie du mit Yoga deinen Körper und deinen Geist in die Balance bekommen kannst. Stell dich ganz ein auf eine kleine Yoga-Praxis für deinen Rücken. Gib die Hände vom Herzen zusammen. Und ab jetzt darf dich nichts mehr stören. Jetzt nimmst du dir die Zeit für dich. Atme ein und gemeinsam. Leg dich rücklings auf den Boden oder deine Yogamatte. Gib die Beine hoch und du denkst dir, die Übung kenne ich. Ja, ist eine ganz alte Übung. Du legst die Schultern, du hebst die Schultern ab vom Boden, die Unterschenkel parallel zum Boden, die Oberschenkel senkrecht, der Kopf ist oben. Und, aber es bleibt natürlich nicht so einfach. Ja. Was wir nämlich jetzt machen ist, du hebst die Arme nach oben und jetzt nimmst du dein rechtes Bein und überkreuzt es nach links, während du dich auf die rechte Schulter fallen lässt und den linken Arm nach hinten gibst. Und dann geh wieder zurück in diese sicher bekannte oder gewohnte Übung und dann lass dich auf die andere Seite fallen. Mach im eigenen Tempo weiter. Dein Kopf ist die ganze Zeit oben. Ich erkläre, während du übst, ein paar Details. Dein Kopf ist die ganze Zeit oben, die Schultern sind die ganze Zeit oben. Nur wenn du auf die Seite gehst, legst du den Arm und die Schulter ab und gibst das untere Bein hinter die senkrechte, also hinter die Fortsetzung der Wirbelsäule. Beweg den Kopf mit den Händen, mit der Hand, sodass du auch die seitlichen schrägen Halsmuskeln mit kräftigen kannst. Unser Rumpf ist aufgebaut wie der Körper einer Python, mit helikalen Muskelfaszienzügen, die sich um unseren Rumpf herumwickeln. Und die aktivierst du mit dieser Übung. Im Hals vorne, das spürst du sicherlich, und auch im Bauch und vielleicht sogar auch über die Brust drüber. Gerade die Kräftigung des Halses irritiert viele Menschen, aber der Hals ist der Bauch der Halswirbelsäule und der Bauch ist wichtig für die Gesundheit der Lendenwirbelsäule und hier deswegen die Kräftigung für den Hals ist auch Teil dieser Übungsfolge. Um einen gesunden Rücken zu haben, ist es wichtig, die komplette Umhüllung deines Rumpfes zu entwickeln. Von hier leg dich jetzt auf den Rücken für die zweite Übung. Da stellst du die Füße auf die Fußballen, breitest die Arme aus wie ein T, heb die Hüfte hoch, senk dann die Hüfte etwas ab, heb dabei dein rechtes Bein hoch und roll auf deine rechte Schulter und versuche mit den Händen zum rechten Fuß zu kommen, während der Po immer noch in der Luft ist. Geh wieder zurück nach oben, heb die Hüfte hoch, roll auf die linke Schulter, während der linke Po in der Luft ist. Und wechsel so von Seite zu Seite. Dein Becken ist in der Luft und du drehst dich immer auf eine Seite. Wieder dasselbe Prinzip. Wir wollen Muskulatur, die sich um den Rumpf herumwickelt, kräftigen, helikale Fasern, die deinen Rumpf in Anführungszeichen schlank ziehen und dadurch Raum entsteht für die Wirbelsäule, für deine Bandscheiben zum Atmen, für die Facettengelenke, um sich voll zu saugen mit Nährstoffen.
Immer noch ist der Po in der Luft und ich hoffe, du spürst langsam, dass es anstrengend wird im unteren Bereich des Rückens, herumwickelnd. Und dann kommt auch die letzte Übung in dieser Dreiergruppe. Dafür legst du dich im Bauch. Und Gesundheit für den Rücken ist einerseits diese helikale Kräftigung, zum anderen ein passives Langziehen der Wirbelsäule. Und eine ganz einfache Möglichkeit ist, du legst dich auf den Bauch, du stützt die Ellenbogen etwas vor den Schultern auf, du ziehst dich dann lang, sodass die Schultern so einen Hauch vor die Ellenbogen kommen und dann lässt du den Kopf hängen, lässt die Schulterblätter abstehen und du nutzt das Gewicht des Kopfes, um die Wirbelsäule lang zu ziehen. Der Kopf hängt an der Wirbelsäule vorne dran. Die Wirbelsäule wird umgelenkt über die Schultern, hängt zwischen den Schulterblättern drin, wie so eine Hängebrücke an. Die Faszienzüge zwischen den Schulterblättern sind passiv. Gespannt. Und werden allmählich weicher. Das Gewicht des Kopfes tut sein Übriges, zieht die Wirbelsäule lang und reduziert den Druck zwischen jedem einzelnen Wirbel. Sodass wieder die Facettengelenke sich lösen voneinander, sich vollsaugen können mit Nährstoffen. Aber auch die Bandscheiben Raum bekommen und sich vollsaugen können. Und zwar in der ganzen Wirbelsäule, einerseits oben in der Halswirbelsäule, aber durch diese Umlenkung auch bis runter zur Lendenwirbelsäule. Je mehr du loslassen kannst, desto besser wirkt die Übung. Und dann zieh dich nach hinten, gib die Knie etwa mattenbreit auseinander, zieh den Po auf die Fersen, um so nochmal die Wirbelsäule lang zu ziehen und dich dann aufzusetzen. Spür im Sitzen, wie dein Rücken sich jetzt anfühlt. Spürst du diese Umrundung, die den Rumpf zusammenhält? Spürst du die Länge, die wir erzeugt haben? Ich hoffe, er fühlt sich gut an, der Rücken. Und beende so mit mir deine Yoga-Praxis mit einem Om. Vielen Dank fürs Mitüben. Aber bevor du gehst, schick mir noch einen Kommentar, damit ich weiß, was du erlebt hast und mich in der nächsten Stunde darauf einstellen kann, auf deine Erfahrungen nicht anpassen kann. Und natürlich schreib mir auch, was dich interessiert, was du gerne von mir lernen möchtest. Namaste.